Ist das mein Lieblingsturm? Könnte mein Lieblingsturm sein. So im Sinne von, ich hasse ihn. Ja, ich glaube, das ist der, wo, wenn ich mich immer rauf teleportiere, gleich die komplette Umgebung anfängt, auf mich zu zielen. Es ist einfach geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals darauf gekommen bin, auf das Ding. Klar hat es mir nicht gehört. Steht da hinten irgendwo in der Ruine rum. Okay. Da unten ist nämlich auch so ein blöder Guardian, der gleich aufsteht, wenn ich mich da in die Nähe von begebe. Und siehst du, wie er gleich anfängt zu leuchten? Der Pisser? Das ist nicht fair. Nein. Gewöhnt euch schon mal an diesen Ton, den werden wir jetzt noch eine Weile hören. Jetzt habe ich das Drecksding auch noch. Ah, super. Ich will hier irgendwo kurz in die Hocke gehen, das ist ja zum Kotzen, ist das ja. 15, 5, maximale Heilung plus 3. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Ah, der ist aufgeladen und jetzt so ein Blödsinn. Ist noch weit bis nach oben. Was frage ich auch so blöd? Zieht alle auf mich. Nein, da sind wir oben. So gut wie. Mit der Herausforderung hat das nicht viel zu tun. Das ist einfach nur nervig. So, rüsten wir uns wieder etwas stärker aus. Und nehmen uns mal die Karte von diesem Ort. Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Datenübertragung beginnt. Bing, di, 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 ding. Sehr schön. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Gut, ich sehe, wo der Gaul ist, ich sehe, wo mein Verhängnis ist und ich sehe, wo der See ist. Ich sehe den See. Ha, ha, ha. Gott, Hilfe. So, wie komme ich jetzt an dem Guardian da vorbei, ohne mir den Arsch zu verbrennen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, einfach drauf los, ne? Wobei, er biegt gerade ab. Meine Chance.
nicht um, dreh ich 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 nicht um. Er dreht sich um. Also Ferdi ist vor mir weiter nach da. Das passt ja, da muss es sowieso lang. Gut. Dann auch zum See, los. Hopp. Ich muss mir langsam ein Pferd holen, das keinen gepunkteten Hintern hat. Das ist ekelhaft. Halt. Genau gesehen. Wo ist er? Genau, bis später. Oder auch lieber nicht. Keine Ahnung. Wupp, was war das denn für eine Akrobatik, Link? Na egal, weiter, hopp. So sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier sind die Zwillingsberge, da vorne sind die weißen Bäume. Das heißt, das Foto müsste in etwa von hier gekommen sein. Ganz ruhig. Wo haben sie denn? Da sind die beiden Berge. Ah ja, genau, der Hügel. Und da ist denn das Ding und okay. Vielleicht doch eher aus der anderen Richtung. Wo ist denn dieses Klippenähnliche da vorne? Ich sehe es. Wow, Alter. Ja, passt. Als nächstes gehen wir nach Coronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben,
ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Da siehst du mal. Die Leute, die dir was vom Bannschwert erzählt haben, immerhin weißt du jetzt, was ein Bannschwert ist, ne? Zumindest hast du es in deiner Erinnerung auf deinem Rücken gespürt, nehme ich an. Ich hab's gesehen. Ah, von sowas gibt's viel zu wenig in diesem Spiel. Cutscenes, genau, die meine ich. Wird dann wahrscheinlich im nächsten Teil ein bisschen mehr sein. Denke ich einfach mal so. Komplett unbegründet, die Vermutung eigentlich. Okay, was ist denn da für ein Schrein? Ach, das ist oben auf dem Plateau. Der Magnetismus-Schrein. Verstehe, das da ist Selbstmord, das lasse ich. Danforsberg. Riesenwald. Der Vorhof des Schlosses und das Schloss. Eieiei, da habe ich mir auch was aufgedeckt. Gongolhügel. Gongolberg. Heiliafluss. Morgosee. Eieiei. Okay. Du willst da nicht runter, ja? Sehe ich das richtig? Gut, dann hier lang. Wir nehmen mal die Straße am Plateau zurück nach irgendwo, keine Ahnung. Hier wird schon was einfallen. Ich kann wieder mal den Sensor anmachen. Mittlerweile... Warte, da vorne sind irgendwelche Mopfe hier. Das lassen wir mal. Ich finde das nicht in Ordnung, Pferd, dass du immer genau dann gegen einen Baum läufst, wenn gerade die Musik anfängt, gut zu werden. Gewöhn dir das mal ab. Okay, davon ist schon wieder so ein Mobvieh. Ich nehme mal die Abkürzung zu so einer Statue. Frage ist, welche von denen? Ich bin hier so gerne. Aber an dem Rubine-Haushalt muss ich unbedingt was machen, das geht so nicht. Oh, mittlerweile sind Krogsamen und Schreine wieder auf einer Länge. Es sei denn, da sind jetzt die abgezogen worden, die ich... Aber eigentlich nicht, oder? Nee. Die im Inventar sind die, die ich... Genau, 7. Also Schreine und Dingens sind gerade gleich auf. Was vielleicht nicht ganz so günstig ist, weil... Naja, es gibt mehr Krogsamen als Schreine.
geringfügig, aber Wurst. La, lulala. Zu den Füßen von Sela aufgestellt. Oh, der Hylianer, der Prinz Sidon geholfen hat. Toll. Gegen den Prinzen stinkst du natürlich ab, aber du bist schon ganz ordentlich. Wenn du willst, kannst du mit mir reden. Oh, wie gnädig. Was für ein Blödsinn singst du da? Ich liebe singen. Auch das Lied vom Reckenfest habe ich mir gemerkt. Soll ich dir das Lied vom Reckenfest mal vorsingen? Mach mal. Ja, gut, es geht los. Das Reckenlied. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu Füßen von Seele aufgestellt, glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Was der Text bedeutet, weiß ich nicht, aber ich werde beim nächsten Reckenfest singen. Molden soll das Fest vorbereiten, aber er hat noch gar nichts getan. Warum wohl? Ob er vergessen hat, dass es seine Aufgabe ist? Oder er will nicht, dass du singst. Keine Ahnung. Na nü, bist du schon länger hier? Hi! Guten Abend. Oh. Hylianer, was? Sieht man nicht oft. Schon mal in den Spiegel geguckt? Oh. Ich bin reisende Händlerin und überall zu Hause. Ich zähle also nicht. Ach, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Cleo. Freut mich. Bis vor kurzem hat es hier noch ständig geregnet. Weil der Regen aufgehört hat, konnte ich endlich ins Dorf der Sora kommen. Ich will hier seltene Waren einkaufen. Stör mich bitte nicht bei meiner Arbeit. Bitte, dann gehe ich halt. Psst. So, wo war denn das Ding? Na, Sid? Alles im Ruder? Oder in der Flosse? Je nachdem. Oh mein Gott, er hat den Prinzen angerempelt. Wie konnte er nur? Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ausdauer, bitte, danke. Ja. So sei es. Ein wertvoller Gegenstand, sehr schön. Du scheinst nach weitere Zeichen der Bewährung zu besitzen. Ja, bitte mach erstmal den zweiten Ausdauerkreis voll, dann kann ich mich um die Herzen kümmern. Ein wertvoller Gegenstand, der nur beim Verleihen wird, bla bla, ja, hatten wir schon. Danke. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Aber immer noch. Gut. Ja, schon etwas angenehmer. Geht besser, aber ist ein Anfang. Habe ich den Stempel dahingesetzt? Manchmal frage ich mich, woher die kommen. Ich ja auch. Das ist ein Krog, die habe ich nicht gesetzt. Die müssen da von alleine hingekommen sein wahrscheinlich. Granell-Sümpfe, Im Zeitenwald ist das Pferd hängen geblieben, natürlich ist es das. Der Schrein ist noch verzeichnet, ansonsten habe ich meine Markierungen alle wieder deaktiviert. Hier könnte ich theoretisch auch noch den Turm freischalten, damit ich mich hier umsehen kann, aber eins nach dem anderen. Inneres vom Schloss. Was sagen denn die Module, die Erinnerungen? Nein? Nein? Hm. Oh, nein. Das könnte man finden. Das auch relativ gut, würde ich behaupten. Oh weia, das ist im Schloss, da will ich gerade nicht hin.
Das ist auch kein Ding. Das ist woanders. Das ist, glaube ich, in der Nähe. Naja, was heißt in der Nähe? Sagen wir, ich weiß, wo es ist. So in etwa. Glaube ich. Es müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich weiß noch nicht mehr, welche Abzweigung nach wo. Okay, das hier ist Ateno. Hier war es wahrscheinlich nicht. Irgendeine Abzweigung hier war es. Ich weiß, irgendeine Abzweigung hier ist jetzt nicht sehr präzise, aber muss ja auch nicht. Welche dieser Engpässe war es denn? Verflixelt noch eins. Ich weiß, da rennt einem eine Leune entgegen. Das macht richtig Spaß, wenn man da ist. Also meide ich es lieber erstmal. Gut, ich muss mir erstmal wieder einen Plan zurechtlegen, was ich als nächstes angehen werde. Von daher werde ich hier erstmal Aufnahmepause machen. Ich glaube, 7 Stunden reichen heute auch. Von daher bin ich mal wieder im Dorf der Zora, sage alsdann bis dann und wir sehen uns dann morgen, ne? Ciao.